Heute sollten eigentlich die neuen Entwicklungen reinkommen, aber einige davon haben es nicht durch die Qualitätssicherung geschafft. Wir müssen dem Team über den F&E-Bildschirm sagen, was neu entwickelt werden soll. Während dieser Session werden wir zusätzliche Daten aufzeichnen. Mach dir keine Sorgen, dies dient nur der Überprüfung der Teile, ob sie ihren Spezifikationen gerecht werden. Hol noch nicht alles aus dem Auto raus. Die Strecke ist noch ganz frisch. Fahr erst mal ein paar entspannte Runden.
großartige Runde. Du hast genau das abgeliefert, was wir erwartet haben. Weiter so. War nicht gut, du musst dich noch verbessern. Tolle Leistung bis hierhin. Wir bekommen großartige Daten. Großartige Runde, du hast genau das abgeliefert, was wir erwartet haben. Weiter so.
Programm abgeschlossen. Gute Arbeit. Wir haben in diesem Durchlauf einige exzellente Daten erhalten. Also komm zurück in die Garage und ich zeige dir die Zahlen. Giovinazzi liegt hinter dir. Ihre beste Rundenzeit beträgt 1 Minute 34,9. Also komm nach dieser Runde rein. Fahr nach dieser Runde an die Box. Geht der Sprit aus. Du musst in den nächsten paar Runden an die Box kommen. Diese Runde herein, bitte. Boxenstopp in dieser Runde. Bei deaktiviertem Boxenstopp-Assistenten musst du auf deine Geschwindigkeit bei der Einfahrt in die Boxengasse achten. Fährst du zu schnell über die Begrenzungslinie, erhältst du eine Strafe. Achte auf die Hinweise, die dir Zielgeschwindigkeit und Distanz zur Linie anzeigen. Und da jetzt alle Fahrzeuge die Ziellinie überquert haben, schauen wir uns noch einmal die drei Bestplatzierten an. Bottas, Hamilton und Sergio Perez. Das war's. Das Training ist offiziell beendet. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Ein toller Tag. Wie denken Sie darüber? Ihr F&E-Team hat in dieser Saison ohne Unterlass gearbeitet. Wollen Sie aufholen oder an der Spitze bleiben? Wir haben heute ein paar interessante Ergebnisse gesehen. Sind Sie zufrieden mit Ihrer Leistung? Gibt es irgendetwas, von dem Sie glauben, dass es Ihnen im Vergleich zu Ihren Gegnern einen Vorteil verschafft hat? Klasse, das war dann alles. Thank you.
kaum Gummiabrieb auf der Strecke. Lass es für ein paar Runden ruhig angehen. Okay, du warst in dieser Runde nicht gut genug. Versuch es noch einmal.
Okay, Test abgeschlossen. Das war wirklich gute Arbeit. Wir haben ein paar wertvolle Informationen daraus gezogen. Bestätigt. Du kannst am Ende dieser Runde reinkommen. Zwei Runden kommen wir mit dem Benzin noch aus. Kann losgehen, sobald du bereit bist.
Ende war nicht gut. Du musst dich noch verbessern. Tolle Leistung bis hierhin. Wir bekommen großartige Daten. Geht klar, Boxenstopp in dieser Runde. Es wird Zeit, noch einmal einen Blick auf die drei Bestplatzierten zu werfen. Hamilton, Perez und Max Verstappen. Wenn das heutige Training auf etwas hindeutet, dann auf ein außergewöhnliches Wochenende der Formel 1.
Die Strecke ist aktuell noch ganz frisch. Also nimm dir ein paar Runden, um die Reifen auf Temperatur zu bringen und ein Gefühl für die Strecke zu bekommen. Programm abgeschlossen. Gute Arbeit. Wir haben in diesem Durchlauf einige exzellente Daten erhalten. Also komm zurück in die Garage und ich zeige dir die Zahlen. Okay, wir können dich diese Runde reinholen. Aktuell ist die schnellste Rundenzeit 1:35,3.
Geht's dir gut? Motor aus! Motor aus! Die Session ist abgeschlossen, also sehen wir uns unsere Top 3 noch einmal an. Norris, Ricardo und Charles Leclerc. Was für eine unglaubliche Trainingssession, aber der Spaß ist damit noch nicht zu Ende. Der Rest des Wochenendes liegt noch vor uns. Kein guter Tag heute da draußen. Sprechen wir darüber, was passiert ist. Was hat zu diesem Problem im Training geführt? Eine neue Komponente? Sie haben sich heute im Training richtig verausgabt. Testen Sie neue Komponenten? Klingt, als hätte die Werkstatt da noch einiges zu tun.